Ja, hallo liebe Leute, ein neues Tutorial wieder zum Modellflugzeug. Diesmal möchte ich hier das Höhenleitwerk konstruieren. Und zwar, das ist zwar schon konstruiert, aber ich möchte halt die Höhenruderflosse hier absägen und dann auch eine Höhenruderflosse konstruieren und dann auch die wieder so stellen, dass man die zusammendrucken kann, stehend, dass sie sich gegeneinander abstützen, wie im letzten Video. Ich habe hier zweimal diese Höhenruderflosse, und zwar einmal habe ich die halbdurchsichtig und einmal habe ich die komplett sichtbar. Warum habe ich das gemacht? Also die halbdurchsichtige, wenn ich das jetzt hier so abtrenne, die Höhenruderflosse, dann möchte ich halt immer noch sehen, wo das denn gewesen ist. Wenn ich das abtrenne und habe nur eins dort, dann ist es halt weg. So, jetzt überlegen wir uns, wie wir das hier abtrennen. Also wir müssen jetzt ein Objekt konstruieren, was eben die Höhenruderflosse abtrennt, möglichst so, dass es halt hier nach diesem Einschub hier ist. Ich würde mal sagen, wir machen das ruhig da. Ein bisschen größere Höhenruderflosse ist gar nicht mal schlecht. Und ich mache jetzt diese halbdurchsichtige erstmal unsichtbar. Und jetzt haben wir nur noch die eine. Und das hier ist auch nur dafür da, damit man sieht, wo man denn hier überhaupt sich befindet. Okay, fangen wir an. Ich bin im Part-Design-Modus, das ist genau richtig. Ich klicke hier einfach irgendwo hin, das nicht selektiert ist, und kreiere einen neuen Body. So, dem geben wir direkt einen Namen und der heißt HR Flap Schnitt. Nennen wir den einfach mal. Dann eine neue Zeichnung. Und die, da müssen wir jetzt gucken, aus welcher Ansicht müssen wir das machen. Sehen wir hier, das müsste. Tun wir auch so gucken. Ja, das ist die XY-Ansicht. Okay, dann nehmen wir auch die XY-Ansicht und drücken OK. Und hier sieht man ja jetzt, wo der Rumpf endet. Wenn ich das aus der anderen Ansicht sehe, dann zeige, dann sieht man, das kann man ein Stückchen weiter hier reinsetzen. Also die Zeichnung machen wir erstmal aus dieser Ansicht hier und mal gucken, ob wir das so. Ja, das klappt leider nicht. Machen wir es erstmal hier jetzt ein Rechteck hin. So, und dann schauen wir uns das von hier an. Das können wir erstmal hier fest definieren, und zwar ein Abstand, der kann ruhig das sein, was er hier misst. Und jetzt diese Länge hier, die möchte ich auch bemaßen, und die mache ich jetzt mal 22 mm. Schau mir das Ganze von unten an und ich gehe jetzt erstmal her und verschiebe dieses ganze Teil hier ein wenig so, dass das hier so drüber kommt. Dann gehen wir noch mal auf die Zeichnung. Jetzt müsste das eigentlich besser klappen. Dann können wir uns das anschauen. Das Höhenruder machen wir erstmal unsichtbar. Dann schauen wir uns das an. Und dann machen wir jetzt das Maß hier mal auf 25. Okay. 26. Okay. 27 machen. Das ist schon sehr dicht da dran, wenn man das hier runterzieht. Also machen wir mal 26,5.
Jo, so nehmen wir das. So, das ist der Höhenruderschnitt. Wir machen das Höhenruder jetzt wieder sichtbar. So, das ist der hier. Und da möchte ich das jetzt abschneiden. Aber erstmal machen wir hier aus diesem Sketch eine Aufpolsterung. Die wird symmetrisch. Dann kann man auch umgekehrt machen. Warte mal. Jo, in dem Fall ist es richtig umgekehrt. Und dann machen wir hier eine 20 raus. Und dann ist das auch wirklich da durchgeschnitten. Kann man sich das nochmal von der Ansicht, von dieser Ansicht anschauen. Jo, sieht gut aus. Also nehmen wir. Hieraus machen wir wieder einen solchen, ein 3D-Körper. Ich zeige nochmal, dass wenn man diese sich nicht hierhin kopiert hat, muss man da immer auf Formteil, Create a Copy, Form aufbereiten gehen. Und ich habe mir den in der Part Workbench hier hingelegt. Im Part Design Bereich habe ich ihn mir hier hingeholt. Und jetzt möchte ich dieses Höhenleitwerk hier mit dem Schneiden, das heißt, der und der wird davon abgezogen. Das ist nochmal auch in der Part Workbench. Ich habe mir die hier hingeholt. Das ist die Differenz. Und da haben wir den Cut. Da sieht man jetzt, wie das abgeschnitten ist. Und dann können wir hieraus auch direkt wieder einen 3D-Körper machen. Und das ist jetzt HRL geschnitten. So, jetzt kommt die zweite Höhenruderflosse zum Tragen, die so halt durchsichtig ist. Dann sieht man, warum das so ist, damit ich sehe, wo die liegt. Nun möchte ich die Höhenruderflosse nicht mit so einem Schnitt erzeugen, sondern neu konstruieren. Da brauchen wir einfach nur einen neuen Body. Nicht selektieren, Body wählen. So, dann auf welcher Ebene? Das heißt, wir machen eine neue Zeichnung. Mal hier schauen, das sollte die XZ-Ebene sein. Und okay. Und dann können wir hier hinten das dran zeichnen. Und da gehen wir her, zeichnen erst einmal ein Polygon. Ich fange mal lieber direkt mit dem Kreis an. Da kommt ein Kreis hier rein. Schieben wir jetzt so, dass er so einigermaßen korrekt ist. Das heißt, ein bisschen muss der größer werden, also ein bisschen zurück. Den Durchmesser bemaßen. Machen wir mal 2. Ach ne, 2 waren viel zu viel. 1,56, 1,65. Oh, das sieht schon gut aus. Ein bisschen mehr, 1,68. So kommt er. Okay, und jetzt zeichnen wir noch ein Polygon da dran. Das lassen wir hier zum Beispiel an dem Kreis starten. Ziehen das so und ziehen das so. Dann werden wir erstmal diesen Kreis hier fixieren. Diesen Kreis hier mit der Funktion fixieren. Der soll nicht mehr bewegt werden. Und da haben wir eine Tangentialbestimmung da auch. Das ist richtig. Jetzt ziehe ich einfach das hier nach hinten. Die beiden, die werden horizontal verbunden. Jetzt kann man sich das hier so anschauen.
Ob das so richtig ist, ja, das sieht gut aus. So lassen wir das. Dann schließen wir das Ganze und erzeugen jetzt eine Kopie von diesem Sketch. Das heißt, Steuerung C einmal drücken, hier einmal das Häkchen weg, dass das hier so grau ist. Okay, dann Steuerung V, den Sketch mit gedrückter Maustaste in den Body reinziehen. Dem geben wir jetzt auch noch direkt einen Namen. Das ist QR, Quatsch, nicht QR, HR Flosse L. Und dann müssen wir diesen Sketch noch an die richtige Position bringen. Das machen wir am besten, indem wir hier auf der XZ-Ebene eine Datum Plane verankern und die kriegt jetzt, die wird in Z verschoben. Muss man von so gucken. In Z. Ich weiß nicht genau, wie breit ich das gemacht hatte, das Höhenruder. 150, 160. Ja, das sieht gut aus. 160 sind es. Okay. Das nehmen wir jetzt einfach. Einmal okay. Dann die können wir unsichtbar machen, die Datum Plane aber selektieren. Und da soll jetzt der Sketch 61 drauf. Also mit dieser Funktion hier Sketch und hier nach unten 61 Flatface. Okay, und dann haben wir die Zeichnung da drauf. Dann öffnen wir die mal gerade. Sketch 61. Gucken wir, ob das so ganz passt. Obwohl das Höhenruder ja hier außen schmaler wird, kann man das so einfach belassen. Das heißt, ich kann jetzt zwischen den beiden ein Loft machen. Selektieren beide und auf die Funktion, die nennt sich hier zu addierende Ausformung und drunter steht Loft eines. Okay, da steht es in Englisch. So, jetzt möchte der. Das hat so nicht geklappt, so geht es nämlich nicht. Wir müssen die selektieren, dann das Loft und dann Schnitt hinzufügen. Den Sketch 61 auswählen. Ach, ich habe noch was vertan. Okay, machen wir abbrechen. Also wichtig, was vergessen worden ist, wir müssen die hier rausschneiden. Das heißt, einfach diese Funktion nehmen und dahin klicken. Und das müssen wir mit der auch machen. Also mit dieser Funktion dahin klicken. Schließen. Jetzt können wir es nochmal machen. Sketch 60, Loft. Dann Schnitt hinzufügen. Sketch 61. Okay. Und schon haben wir die Höhenruder, das Höhenruder Flap konstruiert. So, daraus machen wir jetzt auch einen 3D-Körper. Und der heißt HR Flosse L001. Das können wir so lassen. Also, wir haben jetzt das geschnittene Höhenruder und wir haben die Höhenruderflosse und die soll jetzt gedruckt werden. Das heißt, einmal kurz hier reinzoomen. Und das mal gerade so, dass wir das in allen, ich glaube, da gibt es auch eine Funktion für einpassen. Jo. So haben wir das, so dass wir es komplett sehen können. Das Teil könnte jetzt an sich herausgenommen werden. Müssen wir gerade schauen, wo ich das
benutzt habe, das ist das hier. Und diese beiden, da möchte ich jetzt das so machen, dass ich, dann machen wir einmal den noch unsichtbar. Jetzt haben wir nur noch wirklich die, die gedruckt werden sollen. Und das soll ja wieder so gedruckt werden, dass man das zusammendrucken kann in einem und die sich gegeneinander abstützen. Das heißt, die Höhenruderflosse, die wird jetzt genommen, wird transformiert. Ich würde fast sagen, das ist ein bisschen schwierig. Machen wir es mal über das Modell. Transformieren. So, die wird ja hier um diese um 90 Grad gedreht. Können wir uns in dieser Ansicht anschauen. Dann können wir das jetzt dahin bewegen. Hier noch mal anschauen und den Rest machen wir jetzt hier über die Modellparameter, das heißt Placement, der Winkel 90, das ist richtig, die Position, da machen wir jetzt hier mal 650 y. Da das gedreht ist, glaube ich. Ach, wir sind ja in der Ansicht, ja. Z638. Machen wir mal eine 0, das ist falsch natürlich. Das ist jetzt nicht ganz so easy. Jo, das ist ein bisschen weniger. 670. Dann machen wir das hier. 620. 680. So, da soll jetzt wieder die Verbindung rein, dass er dann die sich gegeneinander abstützen. Muss man sich überlegen. Okay, wir erzeugen jetzt hier einfach einen neuen Körper. Und zwar, das machen wir, indem wir alles deselektieren, einen neuen Körper. Und der wird jetzt auch erstmal auf die XZ-Ebene gezeichnet. Heißt neue Zeichnung XZ und OK. Und dann zeigen wir jetzt hier rein, wie wir das hier uns vorstellen. Da nehmen wir ein Polygon. So, so. Das können wir hinterher noch alles schön zurechtrücken. So, so, so. So, dann gehen wir mal die Funktion und setzen uns die hier, da wird noch was reingezeichnet, und zwar eine Linie, die wird vertikal. Die wird horizontal und das Maß hiervon
0,4 mm. Das Maß auch 0,4 mm. Und die beiden hier, die sind parallel. Der Winkel hier wird ja 180 minus 45 135 . Jetzt können wir das hier so zurechtrücken. Das Maß hier, das wird auch 0,4. Ich denke mal, so sollte es reichen. Kann man das noch so ein bisschen zurechtziehen. Okay, schließen das Ganze. Schauen wir uns das an. Der liegt auch genau richtig hier unten. Das heißt, der wird jetzt hier hochgezogen. Und bis er da oben halt endet. Das heißt, auch die 160 mm Sketchpad 160 mm. Und jetzt muss das wieder entsprechend zerteilt werden. Das können wir nicht in dem Part Design, also hier im Body direkt machen, weil es gibt ja sonst mehrere Körper, das wollen wir nicht. Ergo machen wir hieraus auch wieder ein 3D-Objekt. Wir sind aber noch in irgendeiner Funktion drin. Nee, eigentlich nicht. Ach, jetzt klappt so. Da machen wir einen neuen Körper raus. Das ist jetzt Verbinder. Und jetzt müssen wir wieder das Schnittobjekt machen, was die Teile hier jetzt so zerteilt. Ich glaube, das müssen wir uns in dieser Ansicht anschauen. Und da machen wir nochmal einen neuen Körper, ohne alles irgendwas selektiert zu haben. So, der heißt jetzt Schnittverbinder. Und der kriegt erstmal auch eine neue Zeichnung. Die kommt auf die XY-Ebene. Und da zeichnen wir erstmal ein Rechteck rein. Und schließen das. Gucken uns an, wo liegt der? Hier unten. Ja, kann er ruhig liegen. Da machen wir aus dieser Zeichnung halt auch ein Pad. 0,1 mm. Und da drauf, da soll jetzt die nächste Zeichnung kommen. Das ist jetzt die für das Schneiden. Da können wir uns die Flosse ruhig ausblenden und das geschnittene Ruder auch. Gucken wir uns das mal an. Da liegt das. Machen wir den Verbinder vorher einmal kurz transparent. Wieder den Sketch auf und zeichnen da jetzt erstmal ein Rechteck rein. Das wird jetzt so ein Schnitt. Das heißt, das kriegt jetzt hier einen Abstand zu. Minus, wir können ruhig jeden Millimeter das machen. 0,7,
6 und das Maß hier, das machen wir einfach 0,24 und das Teil soll jetzt hier so rausgeschnitten werden. Schließen. Beziehungsweise daraus machen wir erstmal jetzt noch ein Patch. Kann ruhig so hoch sein, spielt keine Geige. Schließen das. Aber ich hätte das hier gar nicht mit dem Dings machen müssen. Oder? Doch. Doch, natürlich muss ich das machen. So, das Pad, das wird jetzt ein lineares Muster. Die Richtung ist völlig falsch. Also, wir gehen auf die vertikale Skizzenachse und da bitte umgekehrte Richtung. So, die Länge 160 mm. Und jetzt muss man sich überlegen, wie oft muss das geschnitten werden. Wir haben also 160 mm, also eigentlich 160 mal. Wir versuchen es mal mit 160. Schauen uns das nun an. Okay, das nehmen wir. Okay, dann habe ich jetzt hier diesen Schnittverbinder, davon mache ich auch eine Kopie. Und nun kann ich den Verbinder die rausschneiden lassen mit dieser Funktion. Und daraus machen wir einen neuen Körper. Der ist jetzt auch komplett sichtbar, nicht mehr transparent. Und dann machen wir wieder die Höhenruderflosse sichtbar und das Höhenruder geschnitten und können die nun exportieren. Geschnitten Flosse Cut, Steuerung E drücken. Und wo sind wir hier auf Rumpf 2? Da nennen wir das Ganze jetzt HRL und 20 22 0108. So, Cura öffnen. Öffnen, bisschen warten. So, dann das Verzeichnis FreeCAD. Das ist das hier. Dann war das dieses Rumpf 2 Verzeichnis. Und da sollte das jetzt drin sein. Dann können wir hier auf STL das einschränken. Und dann sehen wir hier HRL, da ist es. Wir öffnen das. Okay, das ist jetzt nicht die richtige Richtung. Also drehen wir das Ganze um 90 Grad. Vorher machen wir aber einmal kurz in den Preferences. Muss ich schauen, wo das geht. Center, Display. Automatically drop models to the build plate. Okay, dann nehmen wir den nochmal. Aus nochmal neu. Steuerung O. HRL.
und drehen um. Und jetzt hat es. So, das Teil, das kann man jetzt slicen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige ist mit Skirt. Nee, das ist er nicht. Cube. Der war das. Jo, das sieht gut aus. Da mal drunter halt den Raft. Und hier sind jetzt ganz, ganz feine Verbindungen, die man hinterher einfach mit der Schere rausschneiden kann. Das kann jetzt gedruckt werden und fertig ist die Laube. Okay, das war's zu diesem Video. Wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.